bin Gabriele Sowada vom Computermuseum Kiel. Nein, ganz ausführlich gesagt und richtig gesagt vom Computermuseum der Fachhochschule Kiel. Herzlichen Dank an die Organisatoren, dass ich hier sein darf, dass ich hier auch Werbung machen darf für unser Computermuseum. Wer von Ihnen war denn schon mal im Computermuseum? Ja gut, in die Klasse von meinem Lotsenkollegen natürlich. Das ist ja fantastisch, das heißt, hier sitzen schon ganz viele von den Multiplikatoren, die wir uns ja immer wünschen. Trotzdem, für alle, die noch nicht da waren, möchte ich jetzt natürlich eben mal kurz ein paar Worte sagen zu dem, was wir zu bieten haben. Das Computermuseum Kiel ist untergebracht in einem ehemaligen Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die meisten Gäste, die zu uns kommen, erwarten ein PC-Museum. Und da muss ich dann immer sagen, das Computermuseum ist viel, viel mehr als ein PC-Museum. Wir fangen nämlich viel früher an. Was ich jetzt vergessen habe, was ich gleich vorausschicken wollte, ist, Sie hören es meiner Stimme an, ich habe noch ein paar Probleme mit den Nachwehen einer Erkältung. Falls ich jetzt also einen Hustenanfall bekomme, bitte ich um Nachsicht. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich huste dann ganz heftig. Die Augen werden vielleicht tränen. Ich habe meine Wasserflasche da unten hingestellt. Trinke dann einen Schluck Wasser, mache eine kleine Pause und dann geht es weiter. Und dann sollte alles in Ordnung sein. Zurück zum Computermuseum. Wir fangen viel früher an als bei PCs. Bei uns geht's los. Leider nicht mit einem Nachbau der legendären Z3 von Konrad Zuse, aber dafür einer echten Zuse Z11, einem Relaisrechner. 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts. So ein Relaisrechner hat in seiner Schalttechnik also elektromechanische Bauteile benutzt, Relais. Wir bieten Ihnen dann einen weiteren Zuse-Rechner, die Z22, ein Vertreter der ersten Generation der Elektronenrechner. Da waren die Arbeitsbits die Röhren. Natürlich, nächste Generation haben wir auch einen Zuse-Rechner, die Z23, ein Vertreter der Transistorenrechner. Transistoren als Schaltelemente in diskreter Anordnung auf kleinen Modulkärtchen. Alle diese Rechner sind Exponate, die nicht in Betrieb genommen werden. Einige könnten vielleicht noch laufen. Wir nehmen nichts in Betrieb, aus vielerlei Gründen ist das nicht möglich, ist vielleicht schade, aber wir bieten trotzdem viel zum Anschauen. Dieser Generation der Transistorrechner können wir Ihnen auch eine Elektrologica X1 vorstellen. Das ist ein Rechner aus Amsterdam. Es war der erste volltransistorisierte Computer auf dem europäischen Markt, 1958. Wir haben noch einen besonderen volltransistorisierten Computer, die Siemens 2002, das war der erste volltransistorisierte Computer deutscher Bauart auf dem Markt, wurde 1959 auf der Hannover Messe vorgestellt. Dann wurde aus der diskreten Transistortechnik die integrierte Schalttechnik. Man konnte viel mehr Rechenleistung unterbringen. Man bekam die Mainframes. Da können Sie bei uns einen Vertreter von CD Control Data sehen. Wir haben die Erfolgsmodelle von IBM, die 360, die 370 zum Anschauen. Wir haben auch von der Firma Digital die PDP-10, einen Großrechner zum Anschauen. Und dann
last not least haben wir natürlich das, was alle erwarten, die direkten Vorfahren und Verwandten unserer heutigen PCs. Da finden Sie, ups, halt, 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 wieder die falsche Taste, Technik, ne? Ein Tandy war ein sehr erfolgreiches, billiges Modell, Einstiegsmodell, Commodore PET, natürlich andere Commodores auch. Den ersten IBM PC, wo Personal Computer PC der Markenname geprägt wurde, natürlich aus der Apple-Welt, bieten wir auch was. Sie sehen also ein Museum, wo viele Computergenerationen vertreten sind, sehr viel verschiedene Hardware-Stufen in der Entwicklung der Computerbauweise. Und ich habe schon gesagt, die Rechner sind alle tote Exponate, da läuft nichts. In der dritten Etage läuft was. Wir haben drei solche Emulationsstationen. Da verstecken sich PCs drin und auf diesen Rechnern laufen Simulationsprogramme. Simulationsprogramme, mit denen Sie alte Computer nachempfinden können. Und auf dieser Etage passieren dann im Allgemeinen zwei Dinge. Die Besucher stürzen sich auf irgendwelche PCs oder Rechner, die da stehen. Och, guck mal da, an dem habe ich auch mal. Und der zweite Punkt ist, die Leute stürzen sich auf diese Emulatorstationen und spielen Pac-Man, weil das kann man da. Also, was immer Sie sehen wollen im Computermuseum, kommen Sie. Öffnungszeiten samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. An jedem ersten Samstag im Monat bekommen Sie zusätzlich ohne Aufpreis eine Gratisführung um 15.15 Uhr. Bei jeder Führung wird uns irgendwie ein Schätzchen angeboten, den die Besucher noch irgendwo verstaubt im Keller haben, wo sie der Meinung sind, der fehlt aber noch in ihrer Sammlung. Finden wir toll, sind wir immer begeistert. Es ist herrlich, was das noch alles gibt. Wir nehmen das im Prinzip auch gerne an, aber Sie haben schon gehört, im Prinzip, da kommt ein Komma, aber unser Museum ist voll. Wenn Sie uns einen Sponsor finden, der uns die vierte Etage draufbaut auf das Haus, dann nehmen wir gerne irgendwelche Schätzchen an, die noch fehlen in unserer Sammlung. Es gibt so ein paar kleine Einschränkungen. Wenn also jemand von Ihnen im Keller in irgendeiner Ecke noch eine Original-PC-Tastatur hat, darüber würden wir uns sehr freuen. Die Original-PC-Tastatur, das ist die, wo die Funktionstasten noch an der linken Seite sind. Sowas fehlt uns tatsächlich, weil die alten PCs später alle aufgerüstet wurden und alle die XT-Tastatur haben mit den Funktionstasten oben. Gut, so viel zur Werbung. Ich soll über Softwareentwicklung sprechen, nicht nur über die Hardware, die wir zu bieten haben bei uns im Museum. Das Wort Software ist eigentlich eher bekannt geworden, erst zu der Zeit, als die Mikroprozessoren dafür gesorgt haben, dass Computer überhaupt viel bekannter wurden im Allgemeinen. Davor sprach man im Allgemeinen von Programmierung, obwohl bereits 1958 John Tukey in einer Veröffentlichung das Wort Software in dem Sinne gebraucht hat, wie wir es heute auch kennen. Für mein Gefühl ist Softwareentwicklung ein Arbeitsfeld, nicht nur für die Männer. Ich sehe es ja hier wieder, ne? Ab und zu sehe ich dann mal eine Frau dazwischen, aber wer sitzt hier, wer macht die Softwareentwicklung meistens? Es sind die Männer. Mir fällt das dann in dem Zusammenhang immer auf, ja, ich stehe hier als Frau jetzt vor Ihnen, Achtung, ne? Was ganz Besonderes. Mir ist das so normal, dass Frauen auch Softwareentwicklung machen, dass ich das immer gar nicht richtig als was Besonderes empfinde, dass ich das mache als Frau.
Für mein Gefühl ist Softwareentwicklung eine ganz tolle Kombination aus logischem Denken und Kreativität. Das logische Denken wird immer den Männern nachgesagt, die Kreativität wird immer den Frauen nachgesagt. Also ich kenne viele Männer, die können nicht logisch denken, ich kenne viele Frauen, die sind überhaupt nicht kreativ. Aber es gibt eben auch beides in einer Person, sowohl in der Männerwelt als auch in der Frauenwelt. Und ich kann nur all die jungen Leute, die vielleicht noch nicht genau wissen, was sie machen wollen, da dann besonders die Frauen, dazu animieren, schauen Sie rein, schnuppern Sie rein in die IT-Welt, schnuppern Sie rein ins Programmieren. Es ist ein fantastischer Beruf. Mir macht er sehr, sehr viel Freude. Und ich habe das jetzt gewählt als Thema, weil ich schon lange tätig bin, noch nicht so lange wie diese Frau, aber interessanterweise Ada King, die Countess of Lovelace, sie gilt als die erste Programmiererin. Nicht einfach so als die erste Frau, die dann auch mal programmiert hat. Nein, der erste Mensch, der überhaupt programmiert hat, war eine Frau. Ist das nicht bemerkenswert? Sie hat mit Charles Babbage zusammengearbeitet, hat zu seiner Analytical Engine die Beschreibung übersetzt, hat die Beschreibung erweitert und hat dann eine Anleitung geschrieben, wie man mit diesem Apparat die Bernoullischen Zahlen berechnen kann. Bernoullische Zahlenberechnung ist eine geschachtelte Summenfunktion. Das heißt, sie musste wirklich einen Algorithmus entwickeln, wie man Schritt für Schritt vorgehen muss mit dieser Maschine, um zur Lösung zu kommen. Und dieses Vorgehen, Schritt für Schritt einen Algorithmus entwickeln, durchführen, ist genau das, was man beim Programmieren macht. Ada King musste das leider noch alles als menschlicher Computer durchführen, weil diese Analytical Engine im 19. Jahrhundert noch nicht funktionsfähig war, konnte man damals noch nicht wirklich bauen. Es war ein Riesenapparat, irgendwie 11 Meter lang und Mechanik angetrieben von einer Dampfmaschine, Steuerung über Lochkartenbänder, wie man sie von den Jacquard-Webstühlen kannte. Also ging alles noch nicht, aber sie hat diese Theorie entwickelt und die Grundlagen gelegt. Es gibt in den 40er, 50er Jahren sehr viel oder gäbe es zu erzählen über Softwareentwicklung in der Zeit. Ich möchte das überspringen und möchte etwas später aufsetzen. Ich möchte aufsetzen da, wo mein Leben mit dem Computer begonnen hat. Das Bild kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Das ist eine Siemens 2002, der erste volltransistorisierte Computer in Deutschland oder deutscher Bauart. Und das ist ein Exponat in unserem Museum. Das ist schon mal was Besonderes. Für mich ist das aber ganz was Besonderes, denn das ist mein erster Computer. Und zwar genau der da. An dem habe ich 1969 mein erstes Programm laufen lassen. Damit ist klar, ich muss in diesem Museum mitarbeiten, muss Führungen machen, muss darüber erzählen, muss versuchen, die Leute zu begeistern, dorthin zu kommen. 1969 habe ich da, wie gesagt, nicht angefangen zu programmieren, sondern mein erstes Programm laufen lassen. Das war alles damals noch ein bisschen komplizierter. Dieser Rechner war ein Großrechner, kostete so 1 bis 2 Millionen Mark, war ziemlich groß, mehrere solcher Schränke brauchte man. Also ist klar, der stand nicht bei mir im Wohnzimmer, war nicht mein persönlicher Computer bei mir zu Hause, war aber mein persönlicher Computer in dem Sinne, dass ich, wenn ich mit ihm gearbeitet habe, allein dran gearbeitet habe. Er stand dann für mich zur Verfügung. Ich musste ihn in dem Moment, wo ich damit gearbeitet habe, nicht mit wem anders teilen. Ich konnte ihn auch nicht mit wem anders teilen, weil immer nur ein Programm zu einer Zeit an diesem Rechner rechnen konnte.
Er stand dort, wo ich das Programmieren gelernt habe, in einem Großforschungsinstitut in Berlin-Wannsee. An diesem Institut wurde eben hauptsächlich geforscht. Es gab Physiker aller möglichen Forschungsrichtungen, es gab Mathematiker, es gab Chemiker, die haben dort ihre Forschungen gemacht und wollten natürlich auch Berechnungen anstellen infolge dieser Forschungsergebnisse. Dafür wurde dieser Rechner genutzt. Wie komme ich nun dazu, als Frau da mit reingerutscht zu sein? Es passte in das typische Rollenbild der damaligen Zeit. Die Männer haben geforscht und die Frauen waren die Assistentinnen. Die Forscher am Forschungsinstitut hatten ihre großen Projekte, mit denen waren sie die ganze Zeit beschäftigt. Wenn die jetzt noch anfangen wollten zu programmieren, die Software entwickeln, um ihre mathematisch-algebraischen Probleme zu lösen, dann hatten sie keine Zeit mehr gehabt für die Forschung. Das heißt, es wurde delegiert. Und zum Glück für Frauen wie mich war es so, dass wirklich total delegiert wurde. Wir hatten das Riesenglück, dass wir eben nicht nur Codiererinnen waren oder Datentypistinnen, sondern wir kriegten die Probleme serviert. Wir mussten uns selber ausdenken, wie löst man das, wie findet man irgendwelche Verfahren, um diese algebraischen Fragestellungen zu lösen, in diesen Computer reinzubringen und den dazu zu bringen, irgendwie ein Ergebnis zu liefern. Das war also eine sehr schöne Herausforderung und interessanterweise in dem Umfeld, wo ich es gelernt habe, in dieser Konstellation, dort im Forschungsinstitut in Berlin, war das Programmieren wirklich ein Mädchenberuf. Habe ich sehr genossen, ich bin sehr glücklich darüber. Und ich habe damals die Grundlagen gelegt bekommen an diesem Computer für alles Verständnis, was ich brauchte, um später andere Betriebssysteme, andere Sprachen, Programmiersprachen kennenzulernen. Ist also eine wunderbare Grundlage und deshalb möchte ich gerade auf diesen ganz alten Computer ein bisschen ausführlicher eingehen. Wie lief das damals eigentlich ab und was hat man da eigentlich dran gemacht? Dieser Rechner wurde auch für die Industrie verkauft. Der konnte also auch einfache kaufmännische Berechnungen durchführen. Aber die größte Herausforderung waren eigentlich wirklich immer die mathematischen Berechnungen. Und das war das, wofür diese Rechner damals am meisten und am häufigsten benutzt wurden. Sie wurden an Universitäten und in Forschungszentren eingesetzt, um algebraische Aufgabenstellungen zu lösen. Und algebraische Problemstellungen können am Computer prinzipiell nur gelöst werden, wenn man numerische Verfahren findet, um eine Näherung zu finden. Und dieser Zweig der Mathematik, die numerische Mathematik, wurde damals enorm ausgebaut. Es war ein großes Forschungsgebiet. Es hatte auch damit zu tun, dass an diesem Rechner ja damals noch bestimmte Limitierungen waren. Aber diese numerische Mathematik ist wirklich immer weiter fortgeführt worden und war nicht nur damals ein wichtiges Forschungsgebiet, sondern ist weiter ausgebaut worden, weiter genutzt worden. Ohne Fourier-Transformationen kann heutzutage kein Physiker, kein Ingenieur arbeiten. Die stecken als Programm überall in allen möglichen Geräten heutzutage drin. Aber ist was ganz Wichtiges. Kein Schiffbauingenieur kommt heutzutage ohne sein dickes Buch Numerical Recipes aus. Die müssen das alle beherrschen, die müssen das benutzen. Und wenn wir nicht in den 80er Jahren die
neuen Beschreibungen der Wavelets bekommen hätten, hätten wir kein MP3, hätten wir kein JPEG, da würde die Firma Pixar nicht ihre tollen Zeichentrickfilme machen können. Das sind also die mathematischen Grundlagen, die für all sowas nötig sind. Und das war das Einzige, was wir damals an diesen Computern haben rechnen können. Sie sehen, die gesamte Umgebung sieht anders aus. Da ist keine Maus, da ist kein Bildschirm. Da hinten steht zwar ein Bildschirm, das ist aber eher ein oszilloskopartige Anzeige. Das hat also nichts mit unserem Bildschirm heutzutage zu tun. Das war die Benutzerschnittstelle. Daran wurde gearbeitet. Wie musste man vorgehen? Ich habe nicht so richtig viele Bilder von den einzelnen Bestandteilen damals, aber im Museum haben wir ja so einige Sachen und eine ganz wichtige Komponente war damals eben der Arbeitsspeicher und seine Beschränkung. Arbeitsspeicher war Kernspeicher. So ein Ferritkern steht für ein Bit Speicher. Schaltelemente, ein Bit, das war ein Transistor. Speicherelemente, Arbeitsspeicher, ein Bit, war so ein kleiner Ferritring. Wir hatten im Ganzen, so in so einem Block untergebracht, zu Anfang 3000 Worte, später 5000 Worte. Man sagte Worte, man sagte nicht Wörter, wäre eigentlich in der deutschen Sprache korrekt gewesen, deshalb bleibe ich auch bei Worte. Wir haben damals zwar Bits gehabt, wir haben aber noch nicht in Bytes gerechnet. Und in einem Wort konnte man einen Befehl unterbringen und einen Wert. 5000 hatten wir davon. Also war die große Herausforderung, man musste Speicherplatz sparend programmieren. Speicherplatz sparend heißt im Allgemeinen in der Assemblersprache programmieren. Es gab damals sogar schon einen Algol-Compiler, der natürlich diesen mathematischen Aufgabenstellungen viel näher kam und Programmcode geliefert hat, der da viel besser lesbar war. Aber in dem Moment, wo man einen Compiler benutzt, kann man nicht mehr Speicherplatz sparend arbeiten. Der Compiler setzt die Befehle ab. Ich kann nicht mehr die richtigen Assembler-Befehle wählen, die wirklich Speicherplatz optimiert sind. Es führte dazu, dass man dann beim Programmieren sehr munter den Platz, den man für Initialisierungsroutinen gebraucht hat, später als Datenspeicher gebraucht hat, benutzt hat. Initialisierung von bestimmten Sachen brauche ich nur am Anfang vom Programm. Nachher geht es ja weiter. Dann kann ich die Speicherplätze wunderbar mit Daten belegen. Sie können sich vorstellen, eine nie versiegende Quelle undefinierter Laufzeitfehler. Aber man hatte auf die Art und Weise Speicherplatz gespart. Die Rechner waren ja auch nicht besonders schnell damals. Das heißt, man musste dann auch noch rechenzeitsparend programmieren. Das heißt, man hatte immer irgendwo diese Tabelle zu liegen, wie viel Zeit braucht welcher Befehl. Dann musste man ein Optimum finden zwischen speicherplatzsparend und rechenzeitsparend, was nicht immer ganz einfach war, aber so mal ganz banales Beispiel. Ich will eine Variable gleich 0 setzen. Es gab damals noch keine Adress-Adress-Befehle. Es war ein Rechner der von Neumannschen Architektur. Das heißt, alles, was rechnete, lief über das akkumulative Register. Eine Variable gleich 0 setzen heißt, ich muss irgendwo in einem Wort mir eine 0 hinlegen. Die kann ich in den Akkumulator holen und kann sie dann in die Variable reinspeichern, die ich gleich 0 setzen möchte. Also ein Wort
für meine Null, ein Wort für den Befehl, lade den Akkumulator, noch ein Wort für den Befehl, speichere in Zelle 32. Also drei Worte belegt. Dann Frage, wie lange dauert das? Jeder dieser beiden Befehle, lade den Akkumulator und speichere aus dem Akkumulator in eine Zelle, dauerte einen Wortzyklus, also zwei Wortzyklen. Und die Interpretation eines Befehls dauerte jeweils nochmal einen Wortzyklus, also noch zwei. Drei Worte belegt, vier Wortzyklen. Ich konnte eine Variable aber auch gleich Null setzen, indem ich nicht mir den Akkumulator von irgendwoher mit einer Null geladen habe, sondern einfach verschoben habe, nach rechts oder nach links, alles rausgeschoben, dann war das Ding auch Null. Das heißt, ich habe einen Befehl verschieben, einen Befehl speichern, wieder zwei Befehle, habe aber, brauche mein Wort nicht mehr für diese Null. Also zwei Worte, nur Speicherplatz belegt. Aber da kam dann der Nachteil. Der Verschiebebefehl, der brauchte leider für sich selber schon wieder zwei Wortzyklen. Plus einer für die Interpretation und dann nochmal die beiden fürs Speichern. Das heißt, ich hatte zwar ein Wort gespart, aber ich hatte fünf Wortzyklen für die Rechenzeit. Das waren die Überlegungen, die mussten wir damals machen bei der Implementation all dieser numerischen Verfahren. Wie ging es dann praktisch? Datenträger der damaligen Zeit war der Fünfkanal-Lochstreifen. Fünfkanal, weil immer fünf Löcher übereinander ein Zeichen kodiert haben. Und deshalb habe ich vorhin auch nicht gesagt, ich habe an diesem Computer mein erstes Programm geschrieben, sondern ich habe es laufen lassen. Schreiben musste ich das Programm vorher an so einem Fernschreiber. Der hat dann hier an der Seite so eine Ausgabe gehabt, wo er einen Lochstreifen produziert hat von dem, was ich eingetippt habe. Tastatur sieht so ähnlich aus wie bei der Schreibmaschine. Nur Groß-Kleinschreibung gab es damals noch nicht, das war alles einheitlich. Und das Problem beim Fünfkanal-Lochstreifen war, dass man bei den fünf Löchern nicht alle Buchstaben und Ziffern verschlüsseln konnte. Dafür reichte das nicht aus. Deshalb hatte man hier unten nicht nur eine Leertaste, sondern noch eine Bu- und eine Zi-Taste. Bu-Umschaltung heißt, jetzt kommen Buchstaben. Zi-Umschaltung heißt, jetzt kommen Ziffern hinterher. So hat man sein Programm getippt. Ich habe keine Unterlagen mehr über die damalige Assemblersprache. Mitgeliefert für diese Anlage wurde die Sprache Prosa, Programmiersprache mit symbolischen Adressen, also ein Akronym. Bei uns im Institut war eine eigene Programmiersprache, eine eigene Assemblersprache entwickelt worden, eine Weiterentwicklung. Und weil die mitgelieferte Prosa hieß, hieß die bei uns dann Poesia. Das war die Sprache, die wir meist genutzt haben. Ich habe hier mir von einem Bekannten, der heutzutage noch so einen funktionierenden Fernschreiber hat, mir ein Stückchen Programmcode tippen lassen und den passenden Lochstreifen erstellen lassen. Das ist echter Maschinencode der 2002. Das sind die entsprechenden Prosa-Befehle, allerdings hier nicht mit symbolischen Adressen, sondern mit festen Adressen. Und das Ganze, was das Ding macht, ist eben einfach mal bis 10 zählen. Solche Ablaufdiagramme hatten wir damals, das hieß damals Strukturdiagramm. Heute sagt man, benutzt man diese Symbole eventuell noch bei Datenablaufplänen. Also, ich musste mein Programm herstellen auf so einem Fernschreiber. Dann musste ich mich eintragen ins Belegungsbuch. Dieser Rechner war ja teuer, das heißt, die Rechenzeit wurde vermietet, wurde innerhalb
des Forschungsinstituts an die verschiedenen Bereiche vermietet, wurde aber auch an Auswärtige vermietet. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, die hatten damals noch keinen Computer, die kamen zu uns an unsere Computer und haben da Rechenzeit gemietet. Wenn ich dann dran war, durfte ich an den Rechner gehen und mein Programm einlesen über so ein Lesegerät, hier so eine kleine Vergrößerung von diesem Bereich und hier sogar noch ein altes Bild, was wir zum Glück noch gefunden haben. Es war also ein optisches Verfahren, was auch das schnelle Einlesen eines Lochstreifens ermöglichte. Und na, die Vorgehensweise war, wie es jetzt jeder Softwareentwickler kennt. Ne? Ich erstelle mein Programm, ich kompiliere das, binde, lade, teste. Und das passierte alles an dieser Benutzerschnittstelle Bedientisch oder Bedienpult. Sie sehen jetzt hier drei verschiedene Bilder. Das tote Museumsexponat, ein Foto aus der damaligen Zeit. Sie sehen, das sind kleine Glimmlämpchen, die zeigen jeweils eine Ziffer an und die Ziffer kann darüber auch dezimal angezeigt werden. Und das Wunderbare für mich ist, dass es zu diesem Computer eine Emulation gibt. Ein Programm, was Volker Dahrendorf geschrieben hat, was er uns fürs Computermuseum zur Verfügung gestellt hat, was wir benutzen dürfen. Und das kann ich auf jedem PC laufen lassen und kann die alten Schritte nachvollziehen. Bin jetzt also wieder voll drin in der Bedienung und im Umgang mit dieser Rechenanlage. Und was ich an dieser Rechenanlage eben so fantastisch finde, ist für mich ganz persönlich, ganz egoistisch gesehen, ich habe damals wirklich die Schritte gelernt, wie man ein Programm erstellt, wie man es in den Speicher bringt, wo es in dem Speicher sitzt, wie ich dann Schritt für Schritt dieses Programm durchlaufen lassen kann und nachgucken kann, was in den verschiedenen Variablen drinsteht. Was soll denn drinstehen und was steht wirklich drin? Wo ist mein Denkfehler? Dieses Testen war alles an diesem Bedienpult möglich. Man konnte das, was jeder Softwareentwickler heute von einer modernen IDE kennt, man konnte seine Haltepunkte setzen, bis dahin laufen lassen, man konnte sich Inhalte von Zellen angucken, man konnte diese Inhalte verändern, man konnte an anderen Stellen wieder aufsetzen, weiterlaufen lassen. Fürs Lernen für mich also wirklich fantastisch. Ich habe es für mein Gefühl zum optimalen Zeitpunkt gelernt. Aber als ich es an diesem Rechner gelernt habe, war der natürlich schon Geschichte. Das war 1969, da war der schon 10 Jahre alt. Und natürlich, zu der Zeit gab es die viel schnelleren Rechner, die nicht mehr diskrete Transistortechnik hatten, sondern in integrierter Schaltung implementiert waren. Das heißt also, für mich ein wunderbares Lehr- und Lernobjekt, aber Geschichte. Interessanterweise ist dieser Rechner hinterher aufgrund von persönlichen Beziehungen in eine Schule gekommen und hat in dieser Schule, in der ersten Informatik AG, nochmal 10 Jahre gearbeitet. Und aus der ersten dieser Informatik AGs stammt auch der Volker Dahrendorf, der dann irgendwann die Emulation geschrieben hat, die wir heute noch benutzen können. Das war die Entwicklung der damaligen Zeit. Dann ging es weiter, rasant zu den Mainframes. Fantastische Steigerung der Rechenleistung. Es war herrlich, was man da alles machen konnte. Aber Schock für die Programmierer. Jeder, egal ob Systemprogrammierer oder ob Anwender, hatte keinen Zugang mehr zum Rechner. Die ersten dieser Großrechner hatten Betriebssysteme,
die es ermöglichten, dass viele Programme quasi gleichzeitig liefen, war nur ein Prozessor, nicht wie heute parallele Prozessoren, nur ein Prozessor. Es war also quasi parallel, aber die waren so schnell, dass diese einzelnen Prozesse gar nicht richtig merkten, dass sie nicht alleine an dem Rechner arbeiteten. Aber es war in der ersten Zeit immer die Stapelverarbeitung, der Batchbetrieb, wurde im Closed-Shop-Betrieb betrieben, das heißt ein Rechenraum, wo nur noch Operateure drin waren und alle, die was wollten, mussten Karten stanzen. Der Kartenstanzer war dann das Eingabegerät. Man hatte kleine Stapel, große Stapel, mehrere Kisten, je nachdem, was man machen wollte. Man musste das dann richtig stanzen. Ich habe keine authentischen Stapel mehr. Ich habe nur noch authentische leere Karten von damals. Ich habe auch die authentischen Gummibänder nicht mehr, auch keine solche Kisten mehr. Sowas hat man ja alles dann nicht mehr aufgehoben. Aber so ein paar leere Karten hatte ich aufgehoben, weil die halt schöne Merkzettelchen waren. Und ich habe besonders geliebt die orangefarbenen End-of-Job-Karten. Die musste man nämlich ans Ende tun, damit sie da immer vorgeguckt haben, da vorne, wo die normalen Karten die Ecke ab hatten. Da hatte die End-of-Job-Karte eben doch eine Ecke und man hatte seinen Kartenstapel abgegeben. Die Operateure haben diese Kartenstapel aneinandergereiht und mussten dann natürlich immer sehen, wo fängt der nächste an. Deshalb musste man so eine schöne End-of-Job-Karte haben. Das wurde eingelesen, in eine Warteschlange eingereiht und je nach Priorität, die mein Programm hatte, wurde es dann irgendwann ausgeführt und ich kriegte nach ein paar Stunden am nächsten Tag meine Ergebnisse wieder. Mein Kartenstapel und Papier. Und Sie können sich die Freude eines Softwareentwicklers vorstellen, wenn denn da rauskommt, Syntaxfehler in Zeile 25. Herrlich. Das nach einem Tag. Also gut, der Compiler war schon etwas schlauer, der hat dann das ganze Programm durchgesehen und hat mir alle Syntaxfehler aufgelistet, die er finden konnte, aber trotzdem ein ziemlich unbefriedigender Zustand. Das, was für den Anwender, der nicht Softwareentwicklung macht, ist das überhaupt kein Problem. Der gibt seine Sachen ab und kriegt am nächsten Tag die Ergebnisse, wunderbar. Aber in dem Moment, wo ich Softwareentwicklung mache, will ich doch ein bisschen dichter dran sein und ja irgendwie schneller vorwärts kommen. Da war es dann der sehr hilfreiche Schritt, dass die Timesharing-Betriebssysteme erfunden wurden. Das war dann so Mitte der 70er bis Ende der 70er Jahre. Timesharing-Systeme, wo jeder wieder einen direkten Draht zum Computer hatte. An so einem, an so einem Terminal konnte man arbeiten, war in den meisten Fällen über eine Standleitung direkt verbunden zum Großrechner. Hier eben als Beispiel unsere PDP 10, die bei uns im Museum steht. Man konnte arbeiten, man war wieder quasi in Echtzeit dran, nur quasi, man hatte das Gefühl, man hatte diesen Großrechner ganz für sich alleine, aber es waren natürlich viele andere dran, also an denen konnte man bis zu 120 Terminals anschließen, habe ich gelesen. Ich habe selber nicht mit einer PDP-10 gearbeitet, ich bin also im Hahn-Meitner-Institut weiter auf der Siemens-Schiene gewesen, habe mit einer Siemens 4004 dann weitergearbeitet durch die verschiedenen Betriebssysteme hindurch und habe all diese Schritte, die ich gerade beschrieben habe, halt mit einem anderen Rechner erlebt. Diese Terminals, die sehen ja so ein bisschen aus wie Verwandte unserer PCs, ist aber ganz was anderes. Das sind wirklich Geräte, die einfach einem Fernschreiber entsprechen. Man musste Zeile für Zeile das Kommando eintippen. Wenn man sich vertippt hatte, musste man eben neu tippen.
war auch wieder unbefriedigend. Da oben steht das ja schon mal, was ich eigentlich da unten noch mal benutzen möchte. Es rutschte immer so durch. Also der Wunsch kam auf nach intelligenten Terminals. Die gab es dann auch irgendwann. Ende der 70er Jahre hatten wir dann also Terminals, wo wir wirklich alles, was auf dem Bildschirm stand, wieder verwenden konnten, wo wir dann auch gut Text editieren konnten. Sehr schöne Sache. Ich bin dann mit meinem Mann in die USA gegangen und habe Ende der 70er Jahre dort mitgekriegt, dass dieser Timesharing-Betrieb mit Terminals dort einen ganz anderen Weg gegangen ist. Da legte man also nicht den Wert unbedingt auf die intelligenten Terminals, da legte man den Wert auf die Mobilität. Da war es wieder ein Großforschungszentrum, in dem wir waren. Und da war es üblich, dass jeder da mit seinem Köfferchen gerne mal in der Hand irgendwo anders hinlief, Köfferchen aufgemacht hat, dann war da der Akustikkoppler. Man hat sich per Telefon in den Großrechner eingewählt, das Ding draufgelegt und konnte mit dem Rechner arbeiten, mit dem Großrechner. Egal, ob man irgendwo in einem Anhänger saß, der da irgendwelche Messdaten gerade gefunkt hatte oder ob man in den normalen Gebäuden des Forschungszentrums war. Es war also ein ganz anderer Weg. Und das bietet dann auch ein bisschen die Anknüpfung auf den Anfang der Mikroprozessorenwelt, der PCs. Zu dem ganzen Bereich werde ich jetzt natürlich nicht mehr ausführlich Stellung nehmen, weil das eigentlich Sachen sind, die den meisten schon bekannt sind. Ich habe mit Absicht den Schwerpunkt auf diese Zeit gelegt, die für viele Leute noch ganz unbekannt ist, es sei denn einige Veteranen, so ab und zu sehe ich mal jemanden mit dem Kopf nicken, das sind die, die das noch mitgekriegt haben. Aber eben für die jüngeren Leute dachte ich mir, es ist interessant, diese Softwareentwicklung von damals mitzukriegen. Erste PCs, das war eine wunderbare Sache. Ich hatte wieder den Rechner für mich alleine. Ich war nicht mehr so weit weg. Ach, wunderbar. Also Schritt in die Zukunft, eigentlich ein Schritt zurück. Ne? Wieder wie damals. Wunderbar, herrlich. Aber ich war ja dann auch schon verwöhnt. Ne? Ich war verwöhnt von den intelligenten Terminals, verwöhnt von der großen Rechenleistung. Und was musste ich dann an meinem ersten PC machen? Wieder Kommandos tippen in DOS. Und viele Sachen gab es ja noch nicht. Und es war alles sehr langsam und machte eigentlich nicht wirklich viel Spaß. Programmierung war dann eben wie nach wie vor die ablaufgesteuerte Programmierung. Wenn ich das Volumen eines Quaders berechnen wollte, dann eben, bitte geben Sie A ein, bitte geben Sie B ein. Ach, jetzt habe ich mich bei A vertippt, so ein Mist. Ja, geht nicht. Ich muss jetzt B eingeben, ich muss jetzt C eingeben, muss irgendein Ergebnis kriegen. Und dann werde ich gefragt, wollen Sie nochmal? Ja, ich will jetzt endlich meine richtigen Werte eingeben. Also eine Vorgehensweise, die wir heute alle überhaupt nicht mehr kennen. Wir verbessern das dann da einfach auf dem Bildschirm. Das war damals die ablaufgesteuerte Programmierung. Nicht, dass man damals das noch nicht sich gewünscht hätte, dass es anders wäre. So in den USA sind in den 60er, 70er Jahren in den Xerox Labs schon alle möglichen Forschungen gemacht worden, wie eigentlich die optimale Benutzerschnittstelle aussehen müsste. Und da hat man schon an das Schieben mit der Hand gedacht. Da hat man all solche Sachen wirklich schon durchdacht. Aber die Technik war einfach noch nicht so weit. Wir hatten noch nicht die Computer, die das alles berechnen können, was da an Rechenleistung für jedes Wischen mit dem Finger dahinter steht. Und dahinter steht wirklich immer wieder einfach nur Mathematik. Sowas war unbefriedigend. Ganz schnell kamen dann andere Sachen. Bedienelemente wie die Maus. Eine richtige Maus kennen Sie alle. Ne? Ich habe natürlich hier meine echte Abdeckmaus fotografiert. Ah, die gab es irgendwann mal von Microsoft zu. Die fand ich so schön, die musste ich natürlich aufheben. Ist inzwischen etwas eingestaubt, etwas angegilbt, aber dekoratives Objekt. Die Apple-Welt, die waren
immer der Ergonomie ein paar Schritte, in der Ergonomie immer ein paar Schritte voraus. Die hatten bald die Fensterbedienung, die hatten bald Farben. Farben hatten wir in der Microsoft-Welt dann auch bald. Aber die Fensterbedienung, die war es eigentlich wirklich, weshalb wir die Maus auch gut gebrauchen konnten, was wir haben wollten. Wir brauchten natürlich auch viele Dienstprogramme, beliebte Erweiterungen dessen, was man da so als Magerausstattung beim PC mitgekriegt hatte, war dann natürlich der Norton Commander, ohne den die meisten DOS nicht bedienen wollten. Aber diese Fensterprogrammierung war wirklich noch implementiert mit ablaufgesteuerter Programmierung. Und wer das mal versucht hat, der hat sich wirklich die Finger gebrochen. Es war fürchterlich aufwendig und im Endeffekt immer unbefriedigend, weil der Benutzer doch immer irgendwas wieder anders gemacht hatte, als sich der Programmierer ausgedacht hat. Und da war dann die große Lösung die objektorientierte Programmierung. Die wurde erfunden und die war die Lösung für die Implementierung von Fenstern. Und Borland hat mit Pascal und TurboVision ganz früh, noch zu DOS-Zeiten, das möglich gemacht, hat also wirklich Programme möglich gemacht, wo man eine Benutzerschnittstelle hatte, wo solche Schaltflächen drauf waren, auf die man klicken konnte. Man konnte Dropdown-Boxen rausfallen lassen. Man hatte Textfelder, wo man was eingeben konnte. Man konnte dann auch umschalten in den Grafikmodus, um dann zum Beispiel solche Strahldurchrechnungen durch optische Systeme zu berechnen. Und man konnte eben im schnellen DOS-Modus arbeiten, obwohl es schon Windows gab. Windows wurde weitergeführt, wurde aber eigentlich erst so ab Windows 95 richtig etabliert. Da hatten sich die Leute dann an Windows gewöhnt. Zur selben Zeit ging auch die Entwicklung los mit Linux. Die ersten PCs oder die erste Generation von IBM-PCs wurde geliefert mit einem Terminal-Emulator. Viele junge Leute haben damals sich Selbstbau-PCs oder kompatible zusammengebaut, um diese Computer als Terminals für die Großrechner zu nutzen. Und so ist Linux entstanden. Das war das, was Linus Torvald machen wollte. Er hat angefangen, sich ein Emulationsprogramm zu schreiben, um mit seinem PC-ähnlichen an den Großrechner ranzukommen. Diese sämtlichen Entwicklungen sind immer so gelaufen, dass es wieder was Tolles Neues war, aber für die Leute, die auf der anderen Schiene schon ein Stückchen weitergekommen waren, das Gefühl da war, ups, das ist ja irgendwie jetzt wieder ein Schritt zurück. Ich bin schon gewöhnt an irgendwelche Vorteile, die mir ein Grafikbildschirm bietet. Jetzt komme ich zu Linux und muss da wieder Kommandos tippen. Ich muss mich wieder darum kümmern, wie ich das eigentlich alles installieren muss. Natürlich, ich habe auch alles in der Hand. Ich kann es auch wirklich selber tun. Und das ist eben der große Vorteil, den man dann da hat. Aber es ist immer wieder so ein bisschen was wieder zurück. Genau die Entwicklung bei der Programmierung der Websites. Ja, natürlich kann ich mit HTML programmieren. Das ist eine Textauszeichnungssprache. Das heißt, ich muss da wieder Text tippen, nur um dann irgendwelche bunten Bilder im Internet da generieren zu können und irgendwelche schönen aussehenden Präsenzen. Ist doch viel schöner, wenn ich was Objektorientiertes habe, wo ich mir die Sachen zusammenklicken kann, hin und her schieben kann. Selbst für einen Programmierer, der gerne Dinge in der Hand behält und selber macht, empfinde ich das als Fortschritt und empfinde es als Rückschritt, wenn ich wieder Text machen muss. Natürlich auch bei diesen Content-Management-Systemen war es dann schön, sowas zu haben wie Typo3, wo wir
wirklich für eine Firma oder eine Institution, Corporate Identity, vorgeben können, wie die gesamte Internetpräsenz aussieht, aber jedem einzelnen Bereich ermöglichen können, die Informationen dort einzustellen und wieder mit einer, naja, halbwegs benutzbaren, auch ja, fast wie Sivik-Oberfläche. Ja, der nächste Schritt, Cloud Computing. Jetzt geht es wieder dahin, dass mein Rechner eigentlich nur am Netz hängt, permanent am Netz hängt, dass ich da gar nichts mehr drauf installiert habe, dass ich da eigentlich auch gar keine Daten mehr drauf habe. Meine Software liegt alle irgendwo da in der Cloud. Meine Daten liegen alle da irgendwo in der Cloud. Compiler, ja, alles in der Cloud. Für mich wieder Schritt zurück. Ich fühle mich wie beim Großrechner. Ist alles wieder weit weg von mir. Ich habe nichts mehr in der Hand, kann nichts mehr selber bestimmen. Das ist da alles irgendwo weit, weit weg. Mir ist das unheimlich. Geht wohl in die Richtung, aber solange ich meine Daten noch da selber drauf haben kann und mir meine Sicherheitskopie auf den USB-Stick in der Hosentasche sichern kann, ist es mir behaglicher. Mein Mann sagte zu dem Thema Cloud Computing, also wer den Kopf dauernd in den Wolken hat, der muss aufpassen, dass er die Bodenhaftung nicht verliert. Fand ich eine schöne Bemerkung. Habe ich dann gedacht, gut, zum Schluss bringe ich uns jetzt alle zurück auf den Boden der Tatsachen, zu dem, was alle, die jetzt hier Softwareentwickler sind, zur Genüge kennen. Debugging, die Fehler, die wir immer, immer wieder machen in unserem Programm, die wir immer, immer wieder suchen müssen. Und vielleicht kennen Sie das Bild ja, die Gesellschaft für Informatik hat ihr Poster, was sie in diesem Monat rausgebracht haben, auch dieser Thematik gewidmet. The first bug actually being found. Das ist der Bug, nachdem sich das Wort eingebürgert hat, nachdem wir heutzutage Debugging betreiben. Eine Motte war es damals. Grace Hopper hat das in ihr Laborbuch am 9.9.1945 eingetragen. Sie hat am Harvard Mark gearbeitet, ich glaube, das war der Mark II. Es war ein Relaisrechner. Und wenn es da im Sommer heiß war, waren die Fenster offen und dann kamen eben alle möglichen Viecher rein. Und in USA sagt man eben Bug, wenn man irgend so ein undefiniertes Viechzeug meint. Bug ist natürlich auch Käfer, aber Bug ist eben auch irgendein Virus, was mich befällt. Ja, und in dem Fall hatte sich eine Motte zwischen das Relais geklemmt, war da auch wirklich eingeklemmt worden. Die Mausefalle hatte funktioniert oder die Bugfalle. Und man hatte diese Motte gefunden, man hat sie ins Laborbuch geklebt und hat es beschriftet, eben nicht einfach nur First Bug, sondern the first bug actually being found, also der erste, den wir gefunden haben. In diesem Sinne möchte ich beschließen, in der Hoffnung, dass wir alle immer ganz wunderbar unsere Fehler, die wir in der Software machen, auch wieder finden und ins Laborbuch kleben. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.